Meine lieben Damen und Herren, ich habe ein Turbo eingebaut in mein Auto und hat 250 PS statt 200. Und ich habe alle Rennen gewonnen, offscreen. Tja, um euch nicht zu langweilen mit meinen unqualifizierten Kommentaren. Mal sehen, was für ein Auto wir gewinnen. Bestimmt ein Pickup. Bestimmt nicht. Bestimmt ein Frontantrieb. Man gewinnt in den Wettkämpfen immer Autos, die man eigentlich in diesen Wettkämpfen benutzen hätte können. Wir haben einen Mazda 6 gewonnen. Frontantrieb und Frontmotor. Aber jetzt nützt es mir auch nichts mehr, weil jetzt habe ich das Auto schon. Naja. Wir haben 3741 Credits. Da fehlt uns noch so einiges, wenn wir bestehen wollen. Wir könnten unseren Mazda noch ein bisschen aufmotzen. Aufmotzen. Und dann tatsächlich. Versuchen, das zu machen. Ja. Wir könnten auch den Mazda 6 verkaufen. Es ist ein Konzeptfahrzeug, ne? Warum ist es ein Konzeptfahrzeug? Es gibt doch einen Mazda 6. Ist das ein legendäres Fahrzeug? Schau ich gleich mal nach. Nicht, dass ich jetzt. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Es ist auch kein legendäres Fahrzeug. Es ist tatsächlich ein Konzeptfahrzeug, welches einzigartig im Spiel ist. Und es ist ein Mazda 6, eine Limousine. Achso, ich wollte noch den Wagen ein bisschen tunen. Schwebt mir rein. Saugmotor geht nicht. Turbo können wir uns auch nicht leisten. Auspuff hat er schon, einen ganz guten. Boah, 883 Kilo. Na, wir versuchen mal. Wir versuchen es mal. Obwohl, was heißt, wir versuchen es mal? Wir machen einfach hier eins von den Geldmacherinnen. Nehmen eins, was möglichst schnell geht. Das ging ja recht schnell. Das ging total schnell, das Rennen. Vier Runden auf Autumn Ring Mini, das ist nichts. Eine Runde dauert vielleicht 30 bis 40 Sekunden. Das ist gut. Das machen wir. Let's go. Ich weiß, wie mein Auto aussieht. Gran Turismo 4 mit Geräuschen von mir. Oh Mist, ich war zu schnell. Naja. Das war Spaß. Achso, ich mache andauernd, obwohl der Wagen gar nicht hochdreht. Müssen wir noch üben. Ich höre auf. Ich hätte nicht gedacht, dass der Honda Jazz so schnell ist. Es geht hier um meine Ehre. Ich kann.
kann nicht zulassen, dass du dieses Rennen gewinnst, Wanda. Und tschüss. Ich sag dir tschüss. Oh shit. Die Kurve habe ich ein bisschen verkackt, aber ist okay, wir gewinnen trotzdem. Es war noch eine Runde. Oh. Ich habe auch herausgefunden, dass die Fahrhilfen einen teilweise echt ausbremsen. Ich habe bei dem Frontantriebauto, also bei dem Mitsubishi FTO, dem roten, die Fahrhilfen mal so ein bisschen runtergeschraubt. Und ich war auch schon so viel schneller. Also naja, viel, also es war schon besser. Okay, 2000 Credits sind mein. Dann können wir uns da doch ein Turbo leisten. Aber ich möchte eigentlich kein Turbo in den Mazda reinbauen. Ich meine, ein Turbo würde unsere Probleme alle lösen, ne? Aber ich weiß nicht, ein Turbo. Das ist doch kein Turbo-Auto. Oder? Nein. Der Saugmotor hat eine schöne lineare Leistungsentfaltung. Und der Turbomotor hat nicht sowas. Da hat man dann auch mal ein Turboloch. Also wir könnten entweder 149 PS haben oder 883 Kilo. So, jetzt muss ich mal kurz meinen Rechner anstrengen. Unser Auto hat 127 PS und wiegt wie viel? 127 PS geteilt durch 911 Kilo. 0,13 PS. Pro Kilo. Genau. PS durch Kilo macht. Ja, 0,13. So. Ach nee, halt. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass ich das kaufe. Also geteilt durch 883. 0,14. Und wenn ich jetzt 149 geteilt durch 911. Die Leistung macht sich. Wir sollten die Leistung kaufen. Denn durch die PS haben wir ein höheres Leistungsgewicht als durch die Gewichtssenkung. 162 PS sogar. Ich bin von meinen Prinzipien abgewichen. Was ist das hier? Ein Kompressor. 190 PS. Die Musik ist so catchy. Welche Strecken erwarten uns hier? Seattle. Es sind irgendwie immer so die Anfängerstrecken. Das ist voll schade, dass da nur diese Billo-Strecken sind, aber naja. Seattle. Wo ist die Space Needle? Die Autos sind immer noch schneller als wir. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Obwohl es geht.
Könnt sogar mit dem SLK mithalten. Da habe ich genau richtig gebremst. Genau richtig. Da ist die Space Needle. Yo, klar. Das liebe ich an Seattle, diese Straßen, die so runtergehen. So wie in San Francisco. Da kann das Auto auch mal fliegen lernen. Also ich weiß ganz genau übrigens, dass der Stadtkurs von Seattle so heute gar nicht mehr möglich wäre. Denn in Seattle wurde gebaut. Ich glaube, die Passage, auf der wir gerade fahren, die ist gar nicht mehr so möglich. Das geht gar nicht mehr. Die Straße gibt's nicht mehr, sie ist weg. Sie ist weg. Die Autos sind ganz schön schnell, for my taste. Oh. Nicht gut. Man kann eben einen Mazda MX-5 nur auftunen, aber es bleibt immer noch ein Mazda MX-5. Aber dennoch, zweiter ist ganz schön gut. Auch für einen MX-5. Oder gerade für den MX-5. Wenn man bedenkt, was das für Konkurrenz hier ist. Zweiter schon echt gut. 0 Punkte. 0 Points. Credits. Das ist so ein krasser Gewinnabfall. 1500 auf dem ersten. 500 auf dem zweiten. Also entweder man wird Erster oder das Rennen lohnt sich nicht. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir ja jetzt doch den Cabrio Cup gewinnen, den Spider und Roadster Cup. Da gibt es 3000 Credits Belohnung. Und das sind bloß solche Billo-Strecken. Schaut euch das mal an. Trial Mountain können wir fahren. Das ist eine gute Strecke. Das ist eine Fantasiestrecke, die auch wieder mal sehr gut ist. Es gibt keine schlechte Fantasiestrecke, die sind alle gut. Na, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Da hat uns gleich mal jemand reingerammt ins Fahrzeug, aber macht ja nichts. Die KI bremst hier, sehr interessant. Ist das schon wieder ein SLK? Ich gehe kaputt hier.
SLK raus. Verboten. Auf Platz 1 haben wir einen Opel. Ein Opel Speedster. Übrigens habe ich letztens erfahren, dass in Gran Turismo 2 ist es in der amerikanischen Version nicht möglich, 100% zu erreichen. Weil irgendwie das Drag Racing rausgenommen wurde oder irgendwas, keine Ahnung. Und in der europäischen Version von Gran Turismo 2 ist es möglich, mehr als 100% zu erreichen, weil Opel und Vauxhall sich gedoppelt haben. Also es gibt ja, Opel hatte ja die europäischen Modelle und Vauxhall ist ja in Großbritannien das Opel. Aber die Autos sind gleich. Und so kann man halt, ne, ein bisschen so 101, irgendwas Prozent erreichen. Hier wird nicht gebremst. Hier wird auch nicht gebremst. Ich weiß gar nicht, was die haben. Die merken sich nicht. Und hier wird ein bisschen gebremst. Und spätestens hier muss man sowieso bremsen. Aber nicht im zweiten, aber doch. Oh shit. Das habe ich verkackt. Die Kurve ist verkackt. Zurückspulen ist nicht. Der Opel Speedster ist ganz schön overpowered. Der muss dringend mal genervt werden. Das geht so nicht. Der ist zu stark. Oh, das war ganz schön knapp mit der Wand. Wir müssen wohl einfach wieder warten, bis der Opel mal nicht im Rennen ist. Das ist natürlich eine dumme Taktik, das mag ich eigentlich gar nicht. Aber guckt euch das mal an, der Opel ist viel zu mächtig für dieses Rennen. Der hat 8 Sekunden Vorsprung. Das ist ein Auto, was hier gar nicht reingehört. Unfair. Aber dennoch 1000 Credits, das ist schon sehr gut. Scheiß Opel, Alter. Mann. Der Opel Speedster wird übrigens nicht mehr gebaut. Wen wundert's? Das war das einzige Modell von Opel, was irgendwie ansatzweise interessant war. Tja, so ist es eben in der Welt der Autos. Bis zum nächsten Mal.